Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Bitte bietet mir keine Möbel auf Twitter an. Zu Animal Crossing. Beim letzten Mal haben wir ein bisschen in der Stadt umgebaut und natürlich habe ich wieder zwischen den Folgen ein bisschen weitergespielt. Ich bin auch ziemlich unsicher, ob ich alle Häschenrezepte habe tatsächlich, weil ich keine mehr finde. Aber ich muss so oder so noch diese ganzen Laub- und Erdeier ein bisschen sammeln. Wenn ich beim 12. oder beim 10. oder so, 10. April noch nicht alles habe, dann frage ich auf Twitter, weil man kann die Eier sich gegenseitig droppen. Dann könnt ihr mich zuballern und ich nehme das auf. Mache ich einfach meine Stadt kurz auf und dann kommen alle und werfen mich mit Eiern zu. aber ja, ich habe hier so einige Rezepte. Da gibt es doch voll das süße Kleid, aber bringt mir halt nichts, ne? Ist nicht so mein Stil. Und heute werden wir wahrscheinlich weiter terraformen. Vielleicht machen wir den Stein da unten links weg. Das wäre eigentlich noch ein Ziel, was ich hätte. Vielleicht gehen wir ins Museum, wer weiß. Schauen wir erstmal an, was abgeht. Und ich zeige euch, was ich geändert habe seit gestern. Genau. Das klingt doch nach einem guten Tagesplan. Guten Morgen, liebe Bewohner. Aber echt guten Morgen. Ich bin echt noch irgendwie ein bisschen verschlafen. Es ist Samstag, der 4. April 2020, 11.21 Uhr. Dabei bin ich schon seit 9 wach. Hier auf zu delirieren. Heute gibt es eigentlich keine erwähnenswerten Neuigkeiten. Deshalb nur etwas zur Jahreszeit. Heute habe ich Bambus gesehen und dabei ist mir etwas eingefallen. Habt ihr gewusst, dass man um diese Jahreszeit frischen Bambus oder auch Frühlingsbambus erntet? Was mich wiederum daran erinnert, euch daran zu erinnern, fleißig zu basteln, was die Jahreszeit hergibt. Ja, danke. Wow. Bambus finde ich schon seit 2 Wochen. Na gut. Gucken wir doch mal, was abgeht. Ey, wie verlockend diese Goldlöcher sind. Aber nein, ich muss erst den ersten Baum fertig wachsen lassen. Für die Experimente, für mehr Geld. Post von Fatima. Bist du ausgezogen? Nein. Was für ein Traum, Zombie. Ich wollte schon immer in einer Bücherei wohnen. Um mich herum wären nur Bücherregale, vom Boden bis zur Decke. In einem solchen Zuhause ginge mir niemals der Lesestoff aus. Deine verträumte Fatima. Okay. Also, soll ich dir Bücher schenken? Minna hat mir Post geschickt. Achso, mein Coupon für 3000 Sternis. Das hat mir zuletzt sehr geholfen. Hier hast du als Dank 2 Schneiderei-Coupons. Du kannst sie in der Schneiderei für teilen, wert bis zu 3000 Sternis eintauschen. Viel Spaß. Das ist einfach so ein Kackgeschenk. Ganz ehrlich, was sind denn 3000 Sternis? Das ist für normale Spieler, das sind aber 2 gefangene Fische oder so. Achso, da habe ich irgendwelche Sachen über das Meilenprogramm bestellt. Ich glaube, irgendwelche Laternen habe ich 3 Stück bestellt. Ja, genau. Und dann habe ich ganz viel im Nook-Shopping bestellt, weil ich herausgefunden habe, dass wenn man 100 Sachen bestellt hat, dass was passiert. Was passiert, sage ich euch aber nicht. Aber deswegen habe ich auch gestern ultra viel Zeug an Leute verschickt. Bin jetzt, glaube ich, bei 78 Sachen. Also auf besten Wege zu 100. Und ja, seht ihr neue Wege auf der Minimap? Ich weiß, ihr seht die Steine. Oder die hier. Schaut mal, wie cool. Ich muss nie wieder meinen Sprungstock rausholen, weil ich überall auf meiner Insel einfach jetzt so Sprungplatten hingemacht habe. Sprungsteine. Dann mache ich vielleicht da noch so eine Stein-Deko drauf oder so. Wie cool ist das, dass ich jetzt einfach überall drüber hüpfen kann und mir die Wege sparen kann. Wo ist der? Ah, da ist der. Herr Ballon, kommen Sie her. Ich möchte Sie eliminieren. Feuer. Platsch. Sehr schön. Nee, was fliegt ja auch immer über den Fluss? Oh, ein weiterer Ballon für mich. Cool. Meine Schleuder explodiert. Wie schön. Aber ist nicht schlimm. Ich habe ja eine Ersatzschleuder dabei, wenn alles richtig ist. Ja, die ist schon da oben. Okay, perfekt. So, warum haben wir den Nookmeilen bekommen? Zerstöre ein Objekt? Nein, schieße den Luftballon ab. Ah, sehr schön. Die nehme ich gerne, die Nookmeilen. Kann man ja nie genug haben. Ist schon Samstag? Tatsache, es ist Samstag, aber du spielst erst abends, ne? Hallo. Hi, was geht? Ich bin KK und spiele hier in der Stadt einen Song oder 3, bevor die Straße wieder ruft. Nehme gerade keine Wünsche an. Will nur mein Ding durchziehen. Der Musik folgen, wohin sie mich führt. Musikwünsche nehme ich ab etwa 18 Uhr an. Schau dann mal nochmal vorbei, okay? Okay, dann nehme ich um 18 Uhr auch nochmal auf, scheinbar. Wäre eigentlich eine gute Idee. Hallo, Prince, was geht ab? Morgen ist die ganze Welt Wunderbärchen. Lass uns quatschen. Hallo, du siehst ja gut aus, aber ich auch, findest du nicht? Ich hab heute da, dass das kleckert. Du bist cool. So. Ja, ich habe die Sprungsteine überall hingemacht. Das war's eigentlich schon, glaube ich. Habe hier gar nicht so viel zu zeigen oder anzugeben.
Das ist der falsche Geldbaum, aber morgen wächst der richtige. Morgen wissen wir Bescheid, wie es um unser Geldbaum-Experiment steht. Ich hätte übrigens wieder meine Blumen gießen müssen. Ich vergesse es die ganze Zeit. Ich mache das jetzt sofort. Wir gießen jetzt meine Blumen. Ich will einfach diese Kreuzung haben, aber dann gieße ich einfach nie meine Blumen. Ist ja auch irgendwie ein bisschen doof. Wo habe ich die überhaupt hingepflanzt? Wo? Neben die Schneiderei. Dann können wir auch direkt in die Schneiderei gucken, wenn wir schon hier sind. Warum nicht? Hallo? Kannst du jetzt... Willst du mich mobben, Fatima? Ich schenke dir ja schon bald Bücherregale, keine Sorge. Geh mal weg. Zeig dir mal, wie man gießt. So, guck mal, über alle Richtungen. Bam! Maximales Gießen. Aber cool, dass sie die gießt. Hat meine Bedenken gehört. Meine Sorgen. Übrigens, die Farben der Luftballons heißen, was rauskommt. Also müsste hier drin jetzt Geld sein. Wenn das true ist, was ich gesehen habe. Nee, ist es nicht true. Okay. Ein Regenbogenpulli? Okay. Warte, irgendjemand? Ach. Sandra. Hallo. Hallo, ich grüße dich. Lass uns plaudern. Ich liebe Tage wie diesen, wo man die Wäsche so schön an der Luft trocknen kann. Ja, true. Gehen wir auch mit Fatima. Guten Morgen, einen schönen Tag wünsche ich dir, Bimbam. Wie es wohl meinen Eltern so geht? Vielleicht sollte ich sie einfach mal wieder anrufen. Nee. Aber wir haben mit 3 Bewohnern geredet und kriegen weitere Nookmeilen. Cool. Dankeschön. Löse Nookmeilen ein. Ja, vielleicht wenn ich mal auf eine Insel fliege oder so. Gucken wir mal da rein. Irgendein Kleid, ein Business-Kleid, Business-Anzug. Irgendwie sowas gibt's da scheinbar. Hallo? Guten Tag. Hi, grüß dich. Willkommen in unserer Schneiderei. Wir kaufen maßgeschneiderte Mode. Und das sogar Daune. Ja, Trumpy, setzt du auch die größte Mode aus? Soll ich dich beraten, Quark? Erzähl mal was. Man muss sich mal klar machen, dass das hier bis vor kurzem noch eine verlassene Insel war. Und jetzt haben wir hier eine todsichere Schneiderei. Fließendes Wasser, Elektrizität, ein Frösteltipp. Alles Pupenfatz gegen die Macht der Mode. Okay. Also, heute gibt's Zelda-Schuhe. Nice. Hallo, ich muss mit dir reden. Du bist Samuel, richtig? Huch, freu mich oder was? Das ist das erste Mal, dass ich den Namen eines Kundes aus deinem Mund höre, Schwesterchen. Psst, Tina. Du weißt, wie schwer mir sowas fällt. Also, ich bin Sina. Ich dachte, wir sollten uns einander endlich mal vorstellen. Wie viel Spaß doch beim Einkaufen. Ist ja nicht süß. So, dann gehen wir auch mal shoppen. Gibt's hier irgendeinen Space Dress scheinbar? Was ich so gesehen habe. Lassen wir uns überraschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, das wollte ich haben. Das habe ich vor ein paar Tagen irgendwo mal gesehen. Die Prinzentunika. Wie cool ist die denn? Erinnert mich an meinen Miitopia-Charakter. Ein Fischerhemd. Und Serafino-Hemden. Schick. Ja. Ich will meine Prinzenkleidung. Was ist das? Astro-Kleid. Ja. Verrückt. Sonst wieder nur irgendwelche... Ja, das habe ich draußen gesehen. Das Sonntagskleid. Dann gibt es Amthea-Kleidung jetzt. Da haben wir die Kappe schon. Und die gibt es auch in lila. Diadem-Perücke. Ja, die kann ich Jessie geben. DJ-Kappen. Auch cool. Schnüller. Und das war's schon wieder. Naja, die Legendenstiefel sind ganz cool. Okay, dann will ich also das. Hosen. Warum gibt's denn die Hosen für mich? Warum gibt's immer nur Röcke? Ich will keinen Rock tragen. Bitte, Animal Crossing. So. Hier hole ich mal Jessie und frag mal. Sekunde. Hallo, möchten Sie ein Diadem? Ja. Welches möchten Sie? Das mit der pinken? Mit dem Gold? Oder mit dem Silber? Das Pink ist ganz schön, glaube ich. Das Gold ist aber eher so... Also, man kann es zu allem tragen, das Pink nicht so. Ich glaube, das Gold. Gold okay. Geht bei allem, ja. Möchtest du diese Frisur auch? Ja, möchtest du sonst irgendwas? Es gibt hier Astro-Kleider. Nee. So. Braucht dringend mehr Kopfbedeckung und sowas, aber es gibt irgendwie nichts Gescheites. Ja, es gibt jeden Tag diese Eichelmützen. Ja, ne? Ja. Oh, die Dinger da mit den, DJ? Ja, die DJ-Kappen sind cool. Ja, die pinke hätte ich da, glaube ich, gern. Okay, Bestellung aufgenommen. Danke. Okay, wenn es schon keine Kopfbedeckungen für mich gibt, dann wenigstens 2 für Jessie. Einmal Gold und einmal pinke Kappe. Tragen wir es. Warum nicht? So. Ich bin eine Prinzessin.
Das, was ich vorher anhatte, wird per Post nach Hause geschickt. Habe ich auch Heldenstiefel gekauft? Ja, die in der hässlichsten Farbe. Ups. Dann nehmen wir die noch in schwarz mit, die Heldenstiefel. Haben wir wenigstens alle drei Farben. So, und nochmal zur Kasse gehen und die Kleidung tragen. So, dann ist es unser Tagesoutfit scheinbar. Ja, es sieht eindeutig spitze an mir aus. Dankeschön, Dankeschön. Gut. Haben wir wieder einen Einkauf in der Schneiderei erledigt. Ich habe mich informiert übrigens, was Nepp und Schlepps Laden angeht. Die sind gegossen. Chill. der Upgrade ist scheinbar erst nach einem Monat. Also heißt, am 23. April erst wird der upgraden. Man muss bestimmt viel ausgegeben haben und bestimmt viel Zeit vergehen lassen. Doppelt der Spaß. Willkommen in Nuxladen. Das ist golden, das nehme ich mit. Was ist das? Eine Zahlenkugelmaschine. Preisbeträgt 1000 Sterne, das nehme ich. Vielen Dank für den Einkauf. So, nehmen wir das mit. Den Gartenstuhl kann ich eventuell auch mitnehmen. Schmutzwand, Braunreliefwand, Schwarzreliefwand, Wellenfliesenwand. Naja. Ja, ansonsten habe ich noch so geguckt, was muss man tun für eine 5-Sterne-Bewertung. Und man muss scheinbar die gesamte Insel mit Möbeln bestellen. Aufgeräumt haben. Und nicht nur Möbel, sondern selbstgecraftete Möbel und gekaufte Möbel. Ein Gleichgewicht und Zäune. Selbstgemachte Möbel, gekaufte Möbel und Zäune. Ein Gleichgewicht aus den drei Sachen muss man über die gesamte Insel verteilen für eine 5-Sterne-Wertung. Man macht sogar. Übt schon mal ein bisschen und pfeift ein bisschen rum. Süß. Ja. Heißt, ich muss meine gesamte zweite Hälfte der Insel eigentlich bebauen. Die noch komplett leer ist. Ich habe heute auf Reddit einen coolen Schwimmbadbereich gesehen. Den würde ich gerne eigentlich nachbauen. Den könnten wir hier hin machen. Dass wir hier so eine cool Ebene machen. Ah, ein Widerstandsplitter. Sehr schön. Ich habe gestern wieder einen Sternschnuppe angeklickt. Einen aber nur oder so. Ist heute sonst irgendein Special-Besuch da? Soll ich mal kurz die Insel abchecken? Eine Flasche Wurst. Habe ich bisher nur doppelte Rezepte rausbekommen. Gucken wir mal. Nächsten Tag Boden. Kenne ich bereits, ja. Habe ich die ganzen Rezepte doppelt. Was ist das denn für ein riesiger Schmetterling mit grünen Flügeln? Den kenne ich nicht. Was bist du? Oho, ein Troides Brookiana. Meiner treu. Was ist das denn für ein seltenes Ding? Der muss was wert sein, weil den habe ich noch nie gesehen. Ja, ich möchte verkaufen. Ja, 2000. Okay, nicht ultra teuer, aber hey. Ja, hier hinten will ich den Leuchtturm hinstellen, den ich gekauft habe. Hier so drauf. Und dann machen wir hier dann noch so ein, irgendwie so eine kleine, so ein paar Fischerstühle hin und sowas. Und auch ein paar selbstgecraftete Zäune. Das sollte gehen. So in die Ecken sollten wir auf jeden Fall irgendwas hinbekommen. Ein Rezept für einen Topf. Aber ich kann einen Topf bereits. Schade. Schaut, wie cool es ist, sich jetzt hier oben umzugucken. Ich muss meine Leiter nicht wegstecken. Ich kann aber nur die Leiter nehmen und dann über alle Flüsse drüber, wie ich lustig bin. Oh, ich muss hier nach oben. Zack. Oh, da fliegt schon wieder ein Ei. Zack, drehe ich um und kann hier rüber hüpfen. Und dann erwarten. Nicht mehr diesen dummen Springstock die ganze Zeit rausholen. So, nehmen wir mal die Schleuder. Und Feuer. Und Feuer. Es droppt nur noch Eier. Also scheinbar habe ich alle Rezepte. Ich habe übrigens gestern, Schande über mich, nichts gebaut. Kein Aufgang, kein gar nichts. Ich habe noch überlegt, aber ich habe mir dann gedacht, oh, kein Bock, jetzt nochmal da reinzulaufen, nochmal eine Stelle zu suchen. Obwohl hier nach oben ein Aufgang eigentlich auch ganz cool wäre. Umso weniger ich die Leiter verwenden muss, umso besser wird meine Insel. Ich brauche eigentlich jetzt nur noch Aufgänge ohne Ende. Ich bin halt noch so unsicher, was ich da lasse und was nicht. Das ist halt das Hauptproblem für mich. Wie ich durch meine Geldbäume und den Geldstein einfach jeden Tag genügend Geld bekomme, um mir eigentlich alles zu kaufen, was ich will. Außer halt zu Brücken-Upgrades, die sind natürlich ein bisschen teurer. Aber wenn heute Samstag ist, dann ist ja morgen schon wieder Rübenzeit. Ich glaube, das mit den Rüben mache ich auch noch maximal zweimal, bis ich das Achievement habe. Danach brauche ich ja gar nicht mehr so viel Geld. So, aber jetzt kurz mal das Ding abgeben. Willkommen im Museum von Zylindern. Wie darf ich Ihnen dienen? Erstmal Fossilien analysieren. Ich habe nämlich, glaube ich, ein paar auf meinem Weg ausgegraben. Zwei. Okay, schon mal die Hälfte für heute gefunden. Eins der beiden ist neu. Genau, und der Schmöderling. Der Trio Troides. Brookiana. Dingsbums. Hier, bitteschön, nimm mal. Kannst du mir sonst noch was helfen? Passt schon. Gut. Haben wir die abgegeben.
Dann räume ich mal kurz jetzt mein Zeug auf und dann wird geworkt. Dann geht's an die Arbeit. Genau, da sind Schneiderei-Coupons, dann drei Straßenlampen, KK-Filmmusik. Können wir uns mal anhören. Einlegen, KK-Filmmusik, zack. So. Dann haben wir hier einen Donkey Kong Country Musik tatsächlich. Aber hey, den Rest ballern wir einfach alles ins Lager. So, einfach nur gekauft fürs Kaufen. Zeit zu bauen! So, jetzt sehen wir auch nicht mehr diese komischen pinken Helme. Und jetzt würde ich sagen, reißen wir Mannis fix am Pumpen hier. Sehr, sehr schön. Finde ich gut so. Müssen ja in Form sein, meine Arbeiter. Ich meine Bewohner. Da oben müssen wir jetzt einiges umbauen. Erstmal, dann, damit wir die Plattform abreißen können. Und dann kommt da ein Schwimmbad hin. Wir müssen nämlich eigentlich... Also ich möchte eigentlich viel auf meiner Insel abbauen. Umbauen. Habe ich eine Axt? Ich will die gar nicht alle haben. Ich mache mir eine Axt. Ja, weil die Inselform ist ja so eine vorgegebene Inselform und viele haben die gleiche Inselform. Also eigentlich will ich ja schon strukturell meine Insel verändern und damit sie heraussticht auch. Das Heldenkostüm kann ich Mr. Moore eigentlich auch schicken. Das würde eigentlich auch zu seiner Krone passen. So, dann haben wir hier eine Axt. Dann wird jetzt hier ein bisschen Holz gefällt, ein bisschen Baum gefällt. Und vielleicht pflanze ich dann zum Ausgleich oben wieder ein paar mehr an. Ich hätte oben eigentlich gerne so einen, dichten Wald? Aua. Hatte keinen Bock wegzulaufen. Wenn meine Taktik ist ja eigentlich weglaufen, Inventar öffnen und dann zum Ding wechseln. Okay, warte. Dann machen wir halt die sicherste Methode. AK erstmal alles schütteln und wenn was kommt, einfach A drücken. So fängt man die übrigens sehr easy, wenn man ein Netz vorher draußen hat. Und wenn man fünf nacheinander fängt, kriegt man sogar noch mal. Also könnt ihr mal alle Bäume schütteln. Und immer schön Kescher draußen haben. Okay. Jetzt sind die Bäume sicher. Jetzt kann ich sie auch fällen. Doofes Bienenpack. Ich habe auch voll den schönen Eingang gesehen. Da hat einer zwei Wasserfälle direkt neben seinen Flughafeneingang unten gebaut. Man kann eigentlich so kreativ mit diesem Umbautool sein. Ich weiß es nicht. Das ist so zeitaufwendig, dass es so viel verändert und ich habe keinen Bock, das in der Folge zu machen. Manche Leute meinen ja, mach einfach mit dem Zeitraffer oder so, aber nicht mal darauf hätte ich dann Bock. Vielleicht habe ich einfach generell keinen Bock, das zu machen, auch wenn es cool wäre. Aber das ist ultra cool. Um sich inspirieren zu lassen bei Animal Crossing ist ja, glaube ich, nichts Schlimmes. Und Prince chillt da einfach und geht. Okay, ich habe nichts gesagt. Er hat mich gehört. Er hat gehört, wie ich ihn bewundere. Den mächtigen Prinz. Der müsste eigentlich so ein Heldenkostüm tragen und eine kleine Krone. Das wird voll zu Prinz passen. Ich weiß gar nicht, ob es noch so eine kleine normale Krone gibt oder so. Also sonst, wenn ich irgendwann mal zu viel Geld habe, schenke ich dem auch die teure Krone. Wie cool wäre das denn, wenn Prinz einfach in so einem Königsoutfit rumläuft? So, dann... Zack! Zack, 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 zack. Schürf, 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 schürf. Blume, 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 Blume. So. Okay, dann ist die Ebene leer. Heißt, wir werden sie jetzt abtragen. Oh, wie komisch das aussehen wird, wenn da jetzt nicht mehr so ein Hügel ist. Muss ich echt viel ändern. Ja gut, jetzt kriegt ihr Zeitraffer. Das dauert nämlich ein bisschen. So, hallo Leute. Ja, ich ändere meine Pläne so ein bisschen. Ich lasse das Stückchen hier oben da und hier unten der Platz. Ja, guck mal, ist ja riesig genug. Ich möchte nämlich das so ein bisschen mit dem Freibad kombinieren. Wäre meine Idee gewesen. Und dafür muss ich hier nach hier oben klettern. Und ich möchte nochmal hier oben Boden platzieren tatsächlich. Ich hoffe, es stört das Dorf da hinten nicht zu sehr. So, weil wenn ich jetzt hier oben, ich habe das noch nicht so verwendet, das Tool, aber wir finden es heraus, das Flusstool nehme. Ja! Sieh mal einer, guck.
Jawohl. Guck mal, jetzt haben wir hier so einen schönen Wasserfall. Den kann ich dann nach unten leiten. Ich muss hier noch so das bisschen alles abrunden und so, aber das kriegen wir schon hin. So, gucken wir einfach mal, was passiert, wenn ich jetzt die Ecke da oben hau. Wenn es funktioniert, ist ja alles perfekt. Jawohl. Genau. Machen wir da unten auch noch und dann ist alles schön. Aber bevor ich weiter runterkletter, muss ich natürlich noch hier das Wasser weiterleiten. So. Soll ja so ein doppelter Wasserfall werden, der da runterkommt. Und es endet da unten in einem See oder so. Teich. In einem Schwimmbecken. So, bevor wir kurz das hier abrunden und das hier abrunden. Genau. So, und dann stört es nicht so sehr. Genau, und dann kommt hier jetzt erstmal so ein schön eckiger See hin. Ist ja künstlich angelegt. Und daneben dann mit den Bambuszäunen, glaube ich. Ich gucke mir den Reddit-Post nochmal an. Lass mich da komplett... Also, ich inspiriere mich, aber mache ja dann meine eigene Idee daraus. Das ist ja das Grundkonzept. Falls euch wundert, warum ich immer jedes zweite Feld mache, damit ich nicht zweimal die Felder abbauen muss. Man muss ja immer die Ecken nochmal extra abschlagen. Sonst, wenn man jedes zweite Feld macht, kann man das direkt immer abbauen. Oh, der wird zylinderförmig, der See. Jawohl. Big Brain Zombie schlägt wieder zu. So, wenn ich das eins breiter mache, ist cooler, oder? Ja, jetzt sieht es aus wie ein Zylinder. Tatsächlich ist es aber ein besserer Zylinder, wenn ich hier die hier wegmache. So. Ja, der Minimap erkennt man dann besser, den Zylinder. Ich mache ihn sogar so. Kann man hier durchhüpfen. Genau, solange ich da Zeug drauf mache, soll es ja dann ganz cool werden. So, dann inspiriere ich mich mal kurz. Da, da haben wir das Bild, hier. So will ich... Es ist winzig klein im Vergleich zu dem, was ich vorhab. Aber in dem Konzept würde ich gerne meinen Poolbereich bauen. Ich weiß noch nicht, ob ich auch den Terrakotta-Boden nehme, weil der Terrakotta-Boden ist ja jetzt eigentlich mein Dorfboden. Ich muss mal gucken, ob ich da was anderes nehme, dass ich vielleicht so einen moderneren Poolbereich mache und vielleicht die, irgendeinen Steinboden nehme oder so. Wir gucken mal zu Tom Nook. Also Pferde, fertig werden wir heute auf keinen Fall. Aber so einen Ansatz hätte ich dann schon gerne. Wir holen auch mal ein paar Zäune aus meiner Wohnung, genau. So. Ich habe viel Bambuszaun. Ich würde sagen, wir probieren es erst mit den Terrakotta-Wegen. Einfach mal zu gucken, wie es letztendlich aussieht. Und um zu gucken, wie breit wir bauen. Wir dürfen nur so breit bauen, dass sich die Wege nicht berühren. Genau so. Wir könnten sogar irgendwie unten zu dem Strand übergehen lassen und dann noch so einen Strandbereich machen. Ich weiß nicht, wie einfach sich Zäune so... Ja, wie einfach das wird, so Bereiche zu verbinden. Weil allein hier ist es ja schon jetzt eklig mit dem Weg. Weil der Strand sich die ganze Zeit in den Weg setzt. Wie viele Felder sind denn das nach dem... Ah, ein Feld nach der Ecke. Okay, das geht ja. So. Jetzt haben wir erstmal hier die Fläche markiert. Die tatsächlich hier nochmal zwei Felder nach oben gezogen wird. So, damit die Zäune dahin passen. Ich bin noch im Überlegen, ob ich hier überhaupt eine Verbindung mache oder nicht. Aber ich platziere erstmal die Zäune und dann gucken wir, würde ich sagen. So, 70 Zaun habe ich dabei. Das sollte mehr als genug sein. Genau. Die Idee ist es jetzt, hier am inneren Rand lang zu ziehen. Dann mache ich da ein paar Lücken rein für Eingänge und so. Ich hoffe, es stört nicht hier das Vorbeigehen. Nee, man kann trotzdem noch hier lang gehen. Okay. Dann ist ja cool. So, kann man das auch hier so machen? Genau, und dann würde ich hier offen lassen. Also heißt hier auch so ein Zaun hin. Genau, und hier einfach weiter den Rand entlang zumachen. Und da wird dann der Eingang zum Strand hinkommen. Ich finde gut, dass Sandra den Schwimmbereich jetzt schon benutzt. Nur zum Chillen. Den Chillbereich. Das größte Problem ist halt, dass mir auch viele Möbel fehlen einfach. Aber hey, nur einen Monat warten. Dann kann ich endlich mehr Möbel kaufen. So. Dann mache ich hier einen Eingang hin. Und kann den einfach direkt so verbinden. Zack. Zack.
Genau. Das ist cool. Hier geht's dann zum Strand. Da müssen wir... Ach, guck mal, das hier passt ja voll perfekt. Dann ist ja auch mein Trainingsbereich hier daneben. Den kann ich ja sogar da lassen. Und hier ist dann so bis dahin so ein Chill-Bereich. Heißt, wenn ich jetzt meinen Zaun hier noch aufstelle, so bis dahin und hier unten nochmal irgendwie so. Warte, machen wir den nochmal weg. So, dann kann ich hier einfach offiziell den Chill-Bereich vom Strand machen und der endet hier. Der Steg gehört aber auch noch zum Chill-Bereich. So, jetzt muss ich nur zwei Palmen noch verschieben. Ja, ich würde sagen, dekorieren machen wir beim nächsten Mal, morgen. Klingt nach einem Plan. Ah, die Palmen verschiebe ich noch kurz, damit wir das wenigstens fertig haben. Kann ich die jetzt hier hinsetzen, wenn die fertig gewachsen ist? Die Palme wahrscheinlich nicht. Doch, ich darf. Oh, wie gut. Ich hätte echt gedacht, dass mein 50 Zaun zu viel ist, aber... Nee, passt ganz gut. Und warum fliegt hier schon wieder ein Luftballon? Ich habe gerade erst einen verpasst. Und das Spiel mich mal in Ruhe lassen. Lästigung durch Luftballons. Wo ist das Ei hingefallen? Ach, dahin. Und hier kann ich dann ja theoretisch... Darf ich hier mit Holz eigentlich... Darf man auf dem Strand überhaupt malen? Ah, man darf auf den Strand nicht malen. Okay. Das hätte ich jetzt so ein bisschen Holzboden hingemacht. Hier so. Dass es hier so der Deluxe-Bereich ist. Aber scheinbar darf man nichts auf dem Boden schmieren hier. Okay. Sehr cool, Leute. Dann haben wir schon mal einen Anfang. Beim nächsten Mal stellen wir hier Möbel und Deko auf. Ich bestelle mir ein paar Automaten, Uhren, keine Ahnung, sonst was. Bastel mir ein paar Schilder zurecht. Hieß das. Und dann ist das hier unser cooler Strandbereich. Ich muss sagen, sehr erfolgreich heute. Doch. Auch etwas lange, weil ich jetzt, glaube ich, wieder 2 Stunden gespielt habe oder so. 1,5 Stunden. Und... ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Bis dann, euer Zimbelmann. Tschüss.